Liebe Zuschauer, über 43 Organisationen planen seit Jahren einen großen Kongress in Deutschland, der jetzt stattfinden wird. Und zwar geht es um das Thema Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung. Auch Christen sind gefragt. Es geht hier inhaltlich darum, wie kann man Menschen helfen, die in unserem Land in die Hände von Menschenhändlern geraten sind? Wie kann man Frauen helfen, die sexuell ausgebeutet worden sind und hochtraumatisiert sind? Und in diesen Flüchtlingsströmen, die gerade auf uns zukommen aus der Ukraine, sind leider Tausende von Frauen dabei, die in großer Gefahr sind, jetzt in die Hände von Menschenhändlern zu geraten. Und wenn ihr Interesse habt oder in eurer Gemeinde jemand eine Organisation hat, dann laden wir euch herzlich ein. Kommt zusammen mit uns nach Schwäbisch Gmünd in den Schönblick. Das ist ein großes Tagungszentrum. Und dort wird diese Konferenz gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution stattfinden. Ihr werdet lernen, wie viele Organisationen es gibt, welche Hilfsmethoden es gibt, was man konkret machen kann, was geschehen muss, wenn so etwas entdeckt wird. Und ich möchte euch herzlich einladen, macht diesen Kongress unbedingt publik, erzählt davon, ladet Leute dazu ein. Ihr könnt Flyer bestellen beim Schönblick, ihr könnt einen Frühbucherrabatt in Anspruch nehmen, der noch bis Ende März gilt. Und ihr könnt vor allen Dingen in der Zukunft einen Unterschied machen, wenn ihr gemeinsam mit uns aufsteht. Ich glaube, dass wir einen Auftrag haben, gerade als Christen, für Freiheit zu sorgen. Und Menschenhandel und Zwangsprostitution sind Sklaverei. Und dafür ist Jesus Christus gekommen, damit er die Sklaven befreite. Und wir haben den Auftrag, ganz konkret zu helfen. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann bitte meldet euch an im Schönblick unter dem Titel Gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung. Auch Christen sind gefragt. Herzlichen Dank für eure Einladung und herzlichen Dank für eure Reaktion.